Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe zwei wunderschöne, also sie sind wirklich, wirklich wunderschöne neue Bücher. Und die möchte ich euch in diesem Video gerne genauer vorstellen. Und zwar starten wir erstmal mit dem Happiness Coach. Die Autorin Christina Hillesheim könnte euch eventuell was sagen. Sie ist verantwortlich für den Blog und auch den Instagram-Account Happy Dings und den habe ich hier schon das ein oder andere Mal erwähnt. Darüber bin ich auch auf die Bücher aufmerksam geworden, die bei Us Edition übrigens verlegt wurden. Und das ist jetzt der Happiness Coach für mehr Erfüllung, mehr Zufriedenheit, mehr Glück in den verschiedensten Lebensbereichen. Und ich hatte das in meinem Live-Update schon mal gesagt, dass ich finde, dass ich für mich persönlich irgendwie stehen geblieben bin und dass ich das gerne verändern möchte. Und ich hoffe, dass mir der Happiness Coach dabei ein bisschen helfen kann. Und zwar geht es um so Themen wie Selbstfürsorge, wo ich meine, das ist bei mir schon relativ gut ausgeprägt. Liebesbeziehungen, die bei mir gar nicht stattfinden. Familie, Job, aber auch Kreativität, wo ich weiß, bei Kreativität gibt es garantiert irgendwelche Baustellen. Und hier hat man halt in diesem Buch Tipps, Übungen und Vorlagen drin. Also es ist auch ein Buch, was man tatsächlich nutzen kann, um da direkt dann auch reinschreiben zu können. Also es ist auch so ein Buch so zum Eintragen. Es ist aber auch einfach echt wunderschön gestaltet. Hat man halt so Bock einfach auf was zu machen und das zu nutzen, das ist einfach so genial. Und man hat halt nicht nur diese Theorie, was man ja oft bei Ratgebern hat, sondern kann halt wirklich auch direkt etwas tun. Also aktiv etwas für das eigene Glück tun, was ich so wichtig finde. Und es ist halt einfach so, so schön. Es hat auch so ein Lesebändchen. Ne? Ich bin ja so, mag ja so kleine Details. Und die perfekte Ergänzung dazu ist dann das hier. Das ist Happy Vibes, dein Wochenplaner mit Impulsen für ein erfüllteres Leben. Der ist halt auch so schön. Und der ist angelegt für 6 Monate. Das finde ich eine richtig schöne Zeitdauer. Und da hat man halt auch Übungen, Impulse und auch motivierende Affirmationen. Und ich zeige euch das einfach mal am Beispiel der ersten Woche. Also da ist das Thema Selbstwert. Und ich meine, auch im Happiness Coach geht es mit dem Thema Selbstwert los. Selbstfürsorge geht es. Okay, also hier geht es mit Selbstfürsorge los. Hier ist das erste Thema Selbstwert und man hat die Affirmation der ersten Woche ist dann auch, ich liebe, achte und respektiere mich selbst. Und da könnte man zum Beispiel dann diese Affirmation auf Post-its kleben und sich in der Wohnung zum Beispiel verteilen oder als Handy-Hintergrund, was auch immer. Und man halt erstmal ein bisschen was zum Thema Selbstwert stehen und die Affirmation der Woche. Und dann kommt so eine ganz klassische Planerübersicht. Ne, man kann halt hier seine privaten und Arbeitstermine eintragen und immer schön gespickt mit auch schönen Sätzen wie zum Beispiel, wie du über dich selbst denkst, ist viel wichtiger als das, was andere über dich denken. Und dann geht es halt los. Dann hat man hier die erste Aufgabe. Nimm dir diese Woche Zeit, dir einmal deine Erfolge bewusst zu werden und auch kleine Errungenschaften wertzuschätzen. Denn oftmals übersehen wir diese im Alltag. Was hast du bereits alles geschafft? Notiere dir mindestens 5 Dinge und lade dich danach selbst auf einen Kaffee ein und feiere deine kleinen Erfolge. Dann hat man immer noch mal Platz für mein Fazit der Woche. Und das ist ja wirklich jetzt nur eine Aufgabe für eine Woche. Und das ist wirklich, wirklich machbar. Absolut. Und dann kommt halt der Impuls für die nächste Woche. Und das ist halt angelegt auf 6 Monate. Auch wieder so, dass man direkt hier reinschreiben kann und das eintragen kann. Und ist halt eine, also man kann natürlich jedes auch einzeln benutzen, aber so zusammen ist das halt die perfekte Ergänzung irgendwie. Und die sind halt einfach so schön. Und ich freue mich darauf, die jetzt zu benutzen, zu starten. Ich wollte halt irgendwie erst das Video drehen, bevor ich damit anfange, damit ich nicht aufpassen muss, dass ich nicht aus Versehen meine Notizen zeige. Und freue mich jetzt sehr, dass ich heute damit beginnen kann. Auf hoffentlich glückliche 6 Monate. Bin gespannt, was sich auch für mich, also ich weiß, dass ich viele dieser Übungen, die hier drin sind,
bereits kenne. Heißt aber nicht, dass ich die täglich mache. Deswegen ist das für mich auch, glaube ich, mal wieder eine richtig coole Sache. Ich verlinke euch die beiden Bücher auf jeden Fall unten in der Infobox und kann die euch sehr ans Herz legen. Hoffe, dass das Video euch wieder gefallen hat, euch vielleicht einen guten Impuls gegeben hat und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!